Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Medieval Dynasty. So, wir haben Dinge abgeliefert. Irgendwas fehlt hier gerade wieder, sehe ich. Achso, Leingarn. Beziehungsweise Flachs. Landwirt haben wir hier keinen, ne? Zumindest keinen Händler. Dann holen wir das, glaube ich, am besten in Piastovia. Wobei, ich will ja auch noch über Skalki mal reiten. Wie spät haben wir es denn? 13.26 Uhr. Dann reiten wir vielleicht einfach hier hinten lang. Das können wir auch machen. Gehen wir nach Piastovia. Und reiten dann hier hinten lang. Dass wir mal den Weg abreiten. Das können wir auch machen. Ist vielleicht auch nicht so verkehrt. Und wie ich schon mitgekriegt habe, haben die NPCs, die Special NPCs, gar nicht mal unbedingt feste Spawnpunkte, sondern ist teilweise auch ein bisschen abhängig davon, wohl, wo man siedelt, wenn das stimmt. Kann natürlich auch gut sein, ne? Let's go. Upsa, wo kam der denn so plötzlich her? So, bringen wir mal das Pferd in Sicherheit. Da ist noch ein Wildschwein unterwegs. Oh, zwei Bogenschützen haben wir hier. Da muss ich auch aufpassen. Jetzt dreht die Nudel genau in dem Moment weg. Ist das denn zu fassen? Bleib mal stehen. So, den hätten wir. Okay. Hier ist irgendwo noch ein Wildschwein. Das nehmen wir natürlich auch mit. Und da ist Handelsware ausgegangen. Waren das schon beide? Oder waren das insgesamt mehr? Der eine kam wohl sehr plötzlich. Das spawnte da auf einmal. Ne, die sind anscheinend beide. Sind offenbar nur die zwei gewesen. Ah. Nehmen wir auch noch mit.
War mir nicht ganz sicher, ob der mit rübergerannt ist oder ob der andere jetzt hier noch drüben war. Aber offenbar ist er rübergerannt. Ist hier auch noch was? Nee, hatte nur der eine was. Okay. So. Dann können wir uns mal... um unsere Verwaltung kümmern. Schmiede, die braucht wahrscheinlich... Wir haben kein Eisenerz mehr. Oh. Moment. Das kriegen wir hin. Salz können wir mal sehr viel weniger. Kupfererz können wir sehr viel weniger. Zinnerz können wir sehr viel weniger. Stein ist okay. Stein würde ich sagen, lassen wir mal. Dann können wir noch mal ein bisschen mehr Eisen wieder. So. Was fehlt noch? Eisenerz, ja, da auch. Und was fehlt hier? Auch Eisenerz? Tatsächlich, wir haben das verkauft. Und nicht wenig. Hupsi. So, und dann haben wir das auch mal geregelt. Haben wir das schon geplündert? Ja, das sieht fast so aus, oder? Nee. Haben wir nicht. Beziehungsweise, oh ne, hier sind auch die Flaschen noch. Ha! Haben wir nicht geplündert. Apfelsaft. Kirschwein, hier ging's hoch her. So. Ist hier sonst noch irgendwas, aber offenbar haben die hier nur ordentlich gebechert. Pfeil und Bogen oder ähnliches Jagdmaterial. Liegt hier nicht. Hier wurde nur ordentlich einer gehoben. Okay. So. Ich bin extra den Umweg geritten, weil ich hier den Weg lang reiten wollte. Also das passt schon. So, dann kaufen wir nämlich noch Flachs. Ist vielleicht nicht so intelligent, mit dem Pferd auf den Markt zu reiten, ne? Aber... oh, wo ist mein Händler? Posenomia? Da hinten. Hi. Zeig mir mal deine Ware. So, Flachs. Hast du zumindest ein bisschen. Flachshalm hast du auch ein bisschen. Hafer, Roggen. Haben wir eigentlich. Hast du noch wieder Roggen? Oder hatten wir da diese Jahreszeit Roggenkorn gekauft? Ne, letzte, ne?
Aber hat's nicht nachgekauft. Gut. Dann nicht. Whatever you need, I've got it. Ja. Leb wohl. See you around. Leb wohl, mein Lieber. Ja, dann reiten wir mal den anderen Weg lang. Dann Roggen habe ich aber, glaube ich, auch noch daheim, ne? Dann könnte ich den vielleicht mal dreschen. Weil ich kein Reh, dann sind da auch keine Wölfe. Ab und zu sind ja mal Wölfe in der Höhle. Aber nicht nur in der, das wechselt anscheinend. Ich habe es auch schon in der anderen gesehen. Wo ich mich dann gewundert habe, warum ich von Wölfen angegriffen werde in dem Gebiet, wo eigentlich überhaupt kein Wolfsgebiet ist. Und mit zu Pferd ist man da immer recht safe unterwegs, also recht sicher. Da das Pferd ist schneller als die Wölfe. Vom Esel kann man das nicht unbedingt behaupten. Ja, das sind Rehe da unten. Da oben ist was. Na, da müssen wir doch mal gucken. Kleines Bündel. Uah, Salzfleisch. Kleines Behältnis. Münzen sind immer gut. Apfelwein. Sonst ist aber wohl nicht so viel hier. Da ist noch was. Ah, das haben wir schon leer gemacht. Also hier ist offenbar irgendwie Wolfsgebiet. Oder in der Nähe auf jeden Fall. Wo wollte ich jetzt lang? Hier gerade, also hier rechts und dann da lang. Soll da mal lang reiten? Ups, hier sind auf jeden Fall Wildschweine. Die lassen wir mal Wildschwein sein. Ach, jetzt sind wir hier bei den Ruinen, ja. Ist hier jemand? Eine Schatzsucherin. Die können wir auch nicht zu uns holen. Das ist auch mal ein ganz guter Anhaltspunkt, den ich gekriegt habe. Wenn Name drüber steht, kann man sie zu sich holen. Wenn nicht, nicht. So, kann ich dabei etwas helfen? Ich gebe auf. Ich habe hier alles von oben bis unten abgesucht und es gibt nicht die Spur eines Schmucks. Wieso sollte es eine geben? Gut, ich verrate es dir, aber bitte behalte es für dich. Ich habe da diesen Kerl getroffen. Der hat mir gesagt, dass Gesetzlose einige gestohlene Schmuckstücke hier versteckt hätten.
Aber mittlerweile fange ich an zu glauben, dass er ein anderes Gebäude meint. Die am schlechtesten investierten Münzen aller Zeiten. Vielleicht hat sich schon jemand anders gefunden. Seufzt, ich weiß nicht. Ich verschwende hier nur meine Zeit. Vielleicht habe ich mehr Glück beim Suchen. Und auf jeden Fall interessante Sachen dabei. Hat sie quasi das Gebäude gekauft. Mit dem Schatz. Dem vermeintlichen Schatz. Ja, Truhe ist leer. Die sind natürlich auch alle leer. Oh, wir haben Zinnbarren. Die hätte ich gar nicht gesehen. Vielleicht machen wir einfach mal Licht, ne? Erhöht die Chancen auf Sichtbarkeit enorm. Ist hier noch irgendwo was? Irgendetwas, was wir nicht gesehen haben. Fässer und so sind alle leer. Die haben wir schon mal geplündert. Okay. How do you do? Was den verlorenen Schmuck angeht. Ja. Ich habe alles abgesucht, aber es gibt irgendwie keine Spur von etwas Wertvollem. Das ist schade. Ja, wirklich schade. Fühlst du dich manchmal wie ein baufälliges Gebäude? Nein, warum? Nur so ein Gedanke. Okay. See you soon. Oh, wir müssen bald was trinken, sehe ich gerade. Aber wir sind ja jetzt auch daheim. Kommen wir eh am Wasser, am Brunnen vorbei, wenn ich ihn hier abgebe. Hoppala. So war das nicht gedacht. So war das ja. Oh, ich habe so viel Material dabei. So, dann liefern wir Martin mal noch ab. So. Das war die falsche Taste. So, jetzt geht's. Da hinein. Hufeisen. Sattel. Satteltasche. Ja, den Rest haben wir an. Das passt. Trinken noch ein Schlückchen. Essen noch ein Häppchen. Was haben wir denn dabei? Fleisch mit Soße. Ah, und Haferbrei. Okay. Hi, Ludwika. So, dann können wir auch gerade noch die anderen Sachen im Dings abliefern, im Lager. Im Lebensmittellager könnte ich auch noch kurz vorbei. So. Leder, Mehl, Metflaschen, Roggenkorn. Haben wir hier noch was? Johanniskraut.
Wobei, das brauche ich je nachdem vielleicht auch mal, wenn ich... Wobei, ich habe nur noch Löwenzahn. Und dann packen wir den auch noch mit da rein. So, dann noch ins Lebensmittellager. Guten Abend, Nis Navoi. Apfelsaft, Apfelwein. Nein, nicht meinen Gewichtstrank. Den nicht. Genau, den nicht. Wo haben wir denn? E, F, G. Den brauchen wir hier. Haferbrei brauche ich auch, aber Karotten, Kirschwein, Kohl, Käse, Roggenbrot, Salzfleisch und die Zwiebeln. So. Hier könnte ich bei Sebastian mal gucken, ob wir... Produziere ich eigentlich Pelzstiefel? Ja, dann nehmen wir doch davon einen. Und lassen die Pelzschuhe weg. Halt, die Pelzstiefel brauche ich. Den muss ich anziehen. Pelzstiefel. So, dann sind wir nämlich nochmal besser gerüstet. Wollstrumpfhose könnte ich noch machen, dann haben wir nochmal mehr warme Klamotten. So, einmal waschen. Macht man nicht unbedingt mit Handschuhen, aber... So, dann gehen wir mal schlafen. Auf in den nächsten Tag. So, guten Morgen. Ahoi. Wie steht's um unser kleines Königreich? Bauern benötigen wir Handwerksmaterial. Was beschäftigt dich? Der Einödhof. Have okay. Nice Have a nice day. Ich brauche mal noch Vorhänge, eine Fenster. Zum Teil habe ich sie da. Da haben wir. Ah ne, da haben wir auch. Okay. Passt ja. So, ich bin gerade überlegen, ich könnte den Flachs gerade mal noch verarbeiten. Dann haben wir da nochmal Flachshalm. Ein paar zumindest. Ein paar mehr. Das machen wir, glaube ich. Das machen wir mal. So, Flachs. 36 ist es nicht die Welt, aber besser als nix. Ich muss, glaube ich, doch nochmal ein Flachsfeld anlegen. Dass wir da nochmal eines machen. Jetzt im Winter können die das ja auch gut vorbereiten. Und im Frühling säen wir dann dort Flachs. Ich glaube, das machen wir. Also Leinsamen säen sie dort. Das ist ein bisschen verwirrend bei der dieser Getreideart, ne? Leinsamen ist Flachs, ist das Getreide? Müsste eigentlich, ne? Bei Hafer ist Haferkorn, bei Roggen ist Roggenkorn, bei Weizen ist Weizenkorn und bei Flachs ist es Leinsamen. Das glaube ich gerade für jemand, der neu ist im Spiel, ist das glaube ich nicht unbedingt so offensichtlich. Ah, wir können hier schön zwischen den Bäumen, das passt. Das passt sehr gut.
Machen wir so, 8 mal 6. Ist eine schöne Größe, würde ich sagen. 8 mal 6 ist eine schöne Größe. Da kann man jetzt dann auch Verwaltung. So, dann machen wir hier nämlich Flachs drauf. Wenn ich hier nichts einstelle, dann bearbeiten die das Feld auch nicht. Jetzt erst bearbeiten sie es, weil solange nichts festgelegt ist, was gepflanzt werden soll, solange wird auch nicht dran gearbeitet. Was fehlt mir denn dann noch? Schmiede. Eisenbarren. Achso, wird aber ja produziert. Werden produziert. So, muss ich mal gucken. Irgendwann können wir mal noch in die Richtung hier erweitern. Und nach da hinten raus haben wir natürlich auch noch viel Spielraum, ne? Ich würde mal sagen, wir machen hier noch einen Weg lang. An den Feldern. So, ziehen wir den hier lang. Perfekt. Kann ich den hier auch? Oder ist das zu kurz dann? Zu kurz. Moment, da müssen wir mal ein Stück vom Weg weg machen. Jetzt geht's. So, und dann haben wir den nämlich auch richtig angebunden. Hier würde ich auch nochmal einen Zaun sehen. Zu den Bäumen hin. Okay. Machen wir das so. Müssen wir mit einer leichten Biegung machen. Warum auch immer. So, Holzstämme brauchen wir dafür. Und da holen wir mal. Wie viel brauche ich denn? 4, 1, 2, 3, 4, 5, 20. 20 brauchen wir. Dann holen wir geschwind mal 20. Es fehlt wieder irgendwas. Ich tippe auf Eisenbarren. Können wir aber gleich auch mal gucken. Ding, 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 ding. Arbeitszeit. Nehmen wir auch noch ein paar Bretter mit, weil dann kann ich je nachdem noch eine Bank machen. So, und 20 Holzstämme. So. Nehmen wir mal noch einen mehr mit, weil könnte ich je nachdem auch... Achso, wenn ich noch Leinengarn und sowas mitnehme, kann ich ja auch noch... Ich weiß gerade gar nicht, wie viel ich da brauche. Leinengarn, Leinengewebe. Was brauchen wir noch für eine Vogelscheuche? 8 Stöcke und 2 Leder. 8 Stöcke und 2 Leder. Leder. Gehen wir mal hier hin, da haben wir nämlich nur das Material. Kupfererz könnte ich welches verkaufen. 2 Leder und 8 Stöcke. Kupfererz kann ich mal verkaufen lassen. Ne, nicht Technologie. Verwaltung.
Du verkaufst eh gar nicht 100% Kupfer- und Zinnerz. Kannst du mal so richtig durchstarten. So, und Zinnerz kannst du auch. Holzfläschchen kannst du mal ein paar verkaufen. Holzteller kannst du ein paar verkaufen. Holzschalen kannst du ein paar mehr verkaufen. So. Dann haben wir den auch erstmal noch wieder mit Arbeit versorgt. Und ich brauche einen Gewichtstrank. Kann ich gleich auch noch welche mitnehmen, fällt mir da ein. Habe ich nicht mehr so viele. Also nicht mehr so viele dabei, so. Haben schon, aber nicht dabei. Ja, und damit beenden wir auch mal die heutige Folge. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst gerne ein Like, einen Daumen nach oben da. Würde ich mich sehr drüber freuen. Und in diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.